Vor 2 Wochen haben wir erst gebucht. Das wollte ich sowas schon immer mal machen. Also da hinten ist irgendwo das Hollywood-Sign. Noch nie in so einem coolen Auto gefahren. Ella ist einfach eingeschlafen. Herzlich willkommen aus LAX. Wir sind zurück in Amerika. Wir waren hier schon mal vor 1,5 Jahren. Sind jetzt wieder hier für das Coachella Festival. Ja, nicht so unmotiviert hier. Das Coachella Festival. Nein, wir freuen uns richtig. Wir sind ganz spontan tatsächlich. Vor 2 Wochen haben wir erst gebucht. Sind jetzt hier in Los Angeles und werden jetzt als erstes mal unser Gefährt abholen. Wir brauchen jetzt erstmal ein Uber, womit wir dann zu einem Car Rental Place sozusagen fahren und da was richtig Cooles abholen. Da nehmen wir euch natürlich mit Gesundheit. Was ist mit ihr? Immer wenn sie in die Sonne kommt, muss sie erstmal niesen. Richtig witzige Story. Wir haben auch einfach eben 24 Tim getroffen. Der ist im selben Flieger mit uns hierher geflogen. Let's go, Uber, Uber. Wir sind einfach nur mit Handgepäck gereist, Leute. Auch noch nie gemacht. Wir haben das Wetter irgendwie ganz anders eingeschätzt. Wir dachten, es wird richtig warm. Ich habe nur kurze Sachen dabei. Bis auf den Pullover und die Jogginghose. Ansonsten in meinem Koffer sind nur kurze Sachen drin. Also ich habe nur aufs Wetter in Palm Springs geguckt, weil da ist das Coachella. Da sah es auch sehr gut aus, aber hier in L.A. sind es irgendwie nur so 15 bis 20 Grad. Wir werden einfach erfrieren, vor allen Dingen in der Nacht. Wo wir übernachten, werdet ihr gleich sehen. Einfach Palmen. Übrigens, für alle, die es nicht wissen, ich habe mal ein Auslandsjahr in Amerika gemacht, in Wisconsin. Wir haben schon mal hier in L.A. ein paar Videos gedreht oder in Amerika generell. Schaut da mal vorbei, verlinken wir vielleicht mal in der Infobox. Wir sind jetzt aber auch hier, wo wir hin wollten, glaube ich, hoffe ich. Ah, da. Vielleicht könnt ihr es jetzt schon erraten. Wie cool ist das bitte? Ich löse es auf. Wir haben uns einen von diesen Roadsurfern gemietet. Ja, so und werden damit ein paar Tage rumfahren. Das wollte ich sowas schon immer mal machen. Roadsurfer. Die gibt es auch in Deutschland, soweit ich weiß. Also ich glaube, die kommen sogar aus Deutschland. Das hier ist unser Van. Wie nice. Wie cool ist das bitte? Wie cool einfach. Ich kann nicht mehr. Irgendwie flackert das hier voll von dem Licht, aber egal. Bist du schon mal irgendwann in so einem Wohnmobil oder so gefahren? In einem Wohnmobil schon mal, aber noch nicht so... selber. In so einem also, coolen Van? Nein, nein, echt noch nie. Noch nie vor allen Dingen selber. Hier ist auf jeden Fall so das Bett. Schränke. Hier kann man sogar kochen. Wir müssen echt vorsichtig fahren, damit nicht irgendwie hier alles, weiß ich nicht, runterfällt. Durch die Gegend fliegt. Ja. Hier ist eine Toilette und gleichzeitig auch die Dusche. Und hier ist ein Waschbecken. Nimmt man dann einfach diesen Teppich da raus oder was? Ja, ich glaube schon. Ja. Dann kannst du da dran duschen. Dann haben wir hier noch ein Waschbecken und da ist ein Kühlschrank. Er geht nicht auf. Ah, schlau, damit er nicht von selber aufgeht. Hier sind auch überall Steckdosen. Können wir unsere. Wie funktioniert das? Ah, rausziehen. Ja, schon wieder auch. Und sogar eine Mikrowelle. Perfekt, damit kennen wir uns aus. Und hier können noch 2 andere Leute sitzen, denn wir werden nicht alleine fahren. Wir werden noch andere... Was jetzt? Ich habe meine Hand hier voll gestoßen. Ah, wieso machst du das? Und hier vorne sind die Fahrersitze. Das hier kann man übrigens auch noch aufklappen, dann können da oben auch noch Leute schlafen. Wir fahren nämlich jetzt zu Freunden von uns. Mal schauen, was heute noch so geht. Aber richtig, richtig, richtig nice. Ich freue mich so, hier drin zu schlafen. Ich möchte einfach kurz fahren. Ja. Wir müssen einfach kurz hier einmal los, fahren. Wir müssen los. Okay, irgendwo unsere Koffer verstauen. Ich lege die, glaube ich, hier so hin. Da kann nichts passieren. Zeig mal, was man mit dem Sitz machen kann. Hier ist so ein kleiner gelber Hebel. Jetzt dreh dich mal. Jetzt kann man einfach den ganzen Sitz drehen. Let the trip begin. Wir fahren einfach mit unserem kleinen Zuhause rum. Ich lieb's halt. Das, das ist halt ich so auch ein cozy cool. Gefühl. Mal sehen, ob Tom fahren kann. Ich bin ehrlich gesagt erst einmal in Amerika gefahren mit dem Auto von meinen Gasteltern. Aber so ein riesiges Ding direkt, naja. Die ersten Meter macht Tom mit dem Auto. Das ist irgendwie komisch. Und Tom sitzt so weit richtig oben, komisch weit oben. Und deine Arme musst du so richtig lang halten. Okay. Achte bitte auf die Straße, dankeschön. Einfach in Amerika Auto fahren. Let's go. Ich hab so Hunger. Wenn ich ja, dann lass was zu essen holen. Oh, das ist echt komisch, so ein Ding zu fahren. Ja. Leute, hoffentlich bauen wir keinen Unfall. I'm on the highway to hell. Leute, einfach auf einem Highway. Ich habe echt ein bisschen Respekt gerade, weil anderes Land, andere Regeln. Ist so. Crazy. Also ehrlich gesagt, ich finde es auch mega gruselig. Und ich sitze nur als Beifahrer hier neben dir. Sei froh. Aber ich liebe es einfach. Ich liebe diesen Van. Wie geil ist das? Es ist richtig schön so high quality hier. Weißt du? Ja, modern ist das Teil. Modern, das meinte ich. Ist auch ganz neu. Die meinten, die sind erst seit einem Jahr hier in L.A., weil die kommen ja aus Deutschland. So, wir sind jetzt bei unseren Freunden in der Nähe. Wir wollen jetzt aber erstmal noch irgendwo was zu essen suchen. Haben jetzt hier einen Parkplatz gefunden. Hier bleiben wir erstmal stehen, weil es gar nicht so einfach mit so einem großen Fahrzeug irgendwie was zu finden, wo man parken kann.
Ja, aber tatsächlich hat er ziemlich gute Technik mit Rückfahrkamera und allem drum und dran. Also braucht man da nicht so doll Angst haben, dass man irgendwo gegenfährt. Wir haben beide aber übertrieben Hunger, weil das Essen im Flugzeug war jetzt auch nicht der Burner. Deswegen würde ich sagen, lass mal kurz hier rumlatschen und schauen, was es hier so in der Nähe gibt. Worauf hast du denn Hunger, Hella? Auf Tacos. Tacos? Wir sind aber nicht von Taco Bell. Nicht von Taco Bell. Da haben wir nämlich letztes Mal gegessen. Wir müssen es diesmal eigentlich nochmal machen, weil letztes Mal haben wir es nicht aufgenommen. Ja. Es war so eklig. Ja. Wirklich. Das war einfach nur komplett voll mit Fett. Ja, also es war so richtig fettige Tacos. Naja, mal schauen, ob wir hier irgendwo was finden. Wir laufen hier gerade einfach durch die Gassen. Ich muss erstmal duschen. Ich fühle mich irgendwie so ekelig, weil wir so lange geflogen sind. Aber der Flug ging echt schnell vorüber. Schauen wir mal, was wir hier so haben für Läden. Mar Vista, ein Supermarkt, Rally, Autoparts, Zahnarzt. Taco, da steht ein Taco-Wagen. Wollen wir uns da jetzt ein Taco? Ja, hier sitzen wir jetzt und essen gleich unsere Tacos. Voll die schönen Blumen. Richtig witzig einfach, dass ich so meinte, ich habe Bock auf Tacos und er dann so mit seinem Stand war hier direkt. So ein Taco-Truck. Nice, thank you very much. Oha, das sieht richtig delicious aus. Einfach mit ganz Chips anders, so. Als ich es erwartet habe. Er hat irgend sowas Veggie-mäßiges. Ich habe Al Pastor, kenne ich noch aus Mexiko. Hä, wie esse ich das denn jetzt? Ja, das sind so 4 Stück, du musst die dann immer so nehmen. Also meiner ist nice. Du musst aber noch ein bisschen Hot Sauce drauf tun bei mir. Meins ist auch richtig nice mit Käse und Avocado. Oh. Ich bin so satt, ich platze halt gleich. Es war so lecker. Also kommt hier mal vorbei, Tacos El Junior. Kommt eben vorbei. Ja, genau. So, dann bringen wir das mal zurück und dann suchen wir unsere Freunde. Ich glaube, wir sind schon da, das ist direkt neben dem Taco-Stand. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Wir sind jetzt hier angekommen bei Laura in der Wohnung. Das ist die Freundin, Frau von Benny. Genau. Und die wohnen hier direkt in L.A. sozusagen. Hier sieht man draußen die Straßen Los Angeles. Einmal nochmal auf den Balkon. Da nicht so ein scheiß Wetter wäre, könnte man von hier aus Hollywood sein. Oha, von hier aus könnte man das Hollywood-Sign sehen. Welche Richtung wäre das? Also da hinten ist irgendwo das Hollywood-Sign. Nach dem Coachella sind wir auch noch mal ein paar Tage hier. Vielleicht sieht man es ja dann. Hier werden wir nämlich auch nächste Woche, hier oben ist ein Pool, so ein Community-Pool, wird hier noch eine Party stattfinden. Jetzt werden wir hier unser... Nee, was machen wir jetzt überhaupt? Wir warten jetzt. Vielleicht gehen wir essen. Hella wird schon müde. Ich bin so müde, Leute. Ich kann einfach schlafen. Wie spät wäre es jetzt in Deutschland? Wie viele Stunden Zeitversetzung ist das? 9. 3 Uhr morgens. Kein Wunder, dass ich müde bin. Ja, so viel haben wir jetzt auch nicht geschlafen die letzte Nacht. Naja, aber ich halte das jetzt einfach durch. Ja, wie spät ist es hier? 18 Uhr. 18.07 Uhr. Okay, das müssen wir noch durchhalten. Und dann gehen wir auch irgendwann schlafen. Wir schlafen hier auf der Couch tatsächlich diese Nacht. Ab morgen dann wahrscheinlich im Road Surfer. Da ist jemand ganz müde. Aber du hast jetzt geduscht, fühlt sich wieder fresh. Eigentlich fühle ich mich besser, aber ich habe euch das Problem ja schon erzählt, dass ich einfach keine lange Hose mitgenommen habe. Also nur diese Jogginghose und ja. Wir hätten uns einfach besser informieren sollen. Wir fliegen halt immer überall hin, weißt du, und informieren uns nicht. Es ist 20.53 Uhr. Wir sind hundemüde. Ich kann nicht mehr. Wir haben gerade noch was Leckeres gegessen. Ja. Asiatisch und jetzt werden wir schlafen. Hoffentlich wachen wir morgen nicht zu früh auf, weil letztes Mal, als ich hier war, bin ich auch irgendwie so 5 Uhr, 4 Uhr oder so. Also ich werde richtig lange schlafen. Also jetzt, es ist hier 21 Uhr, das heißt in Deutschland ist es 5 Uhr morgens. Hä? Ja. Normale Uhrzeit. Wir schlafen jetzt und morgen fahren wir dann los Richtung Coachella. Richtig, ich freue mich richtig dolle. Yes, okay. Das wird so nice. Gute Nacht. Was hast du gerade gesagt? Wir sind aufgewacht. Nein, Hella hat gesagt, die Würstchen sind aufgewacht. Das Good morning in the morning from West California. Es ist 6.30 Uhr. Ja, wann bist du das erste Mal aufgewacht? Gar nicht. Gar nicht? Also ich bin um 2.30 Uhr das erste Mal aufgewacht und musste aufs Klo. Echt? Dann um 4 Uhr irgendwas und dann jetzt um 6.30 Uhr. Aber wir haben jetzt irgendwie 10 Stunden geschlafen. Stabil. Richtig nice. Oder 9. Wir wollen es auch nicht übertreiben. Aber wir wollen eh in einer Stunde los, deswegen passt das sehr gut. Heute ist Coachella. Ich freue mich so sehr, wirklich. Ich bin so motiviert. Das wollte ich schon immer in meinem ganzen Leben machen. Endlich darfst du auch deine ganzen Outfits anziehen. Ja, ich darauf freust du dich, glaube ich, am meisten, oder? Genau. Okay, dann lass uns mal fertig machen. Das hier sind übrigens die Armbänder und damit auch gleichzeitig die Eintrittskarten fürs Coachella. Die darf man nicht verlieren. Und da hinten steht ein Code drauf, den registriert man dann. Und damit kommt man dann rein, jeden Tag aufs Coachella. Tom ist jetzt mein professioneller Stylist. Er muss mir nämlich jetzt helfen, die Haare abzutrennen, weil ich mir hier so richtig süße Zöpfchen machen wollte. Ich fühle mich echt wie so ein Stylist. So, fertig ist das Ergebnis. Jenny ist übrigens auch am Start. Hallo, schön euch wiederzusehen. Haben wir schon mal einen Vlog gedreht, wo du da am Start warst? Ich weiß es nicht. Wow, die Frisur ist doch noch fertig geworden, Leute. Schaut sie euch an. Es sitzt alles. Geworden. Jetzt sind wir ready.
So sehen unsere Outfits für jetzt aus. Wir gehen aber erstmal hier frühstücken. Ich ziehe mir nachher auch noch was anderes an. Und jetzt kommt noch mein It-Piece, habe ich mir gekauft. 10 Euro bei Butlers. Noch eine coole Sonnenbrille. LA-Vibes. Und jetzt geht's erstmal frühstücken. Mmh. Sieht sehr gut aus. Sieht super. Mega geil aus. Ja. Frühstück. Hella, du hast gefühlt einen Burger. Ja, ist echt so. Was ist das? Das ist so ein Matcha. Latte, glaube ich. Schmeckt sehr gut. Die Klassenfahrt geht los. Wie lange fahren wir? 2,5 Stunden. Leute, wir sind... Achso. Wir sind auf dem Weg, hier wieder auf einem riesen Highway, oder ist das ein Highway? Das ist, glaube ich, ein Freeway. Freeway, was ist der Unterschied? Highway kostet, glaube ich, Geld und Freeway ist free. Ah, okay. Okay, auf jeden Fall sind wir jetzt die Vermutung. Auf diesem Freeway und da ist LA Downtown, also die ganzen Skyscraper. Alter, er hat gerade einfach sein scheiß Dings. Was ist das? Was hat er da aus dem Fenster geschmissen? Hey, wer war das? War das hier, der Fahrer da, ist das eine... Was ist das? Sieht aus wie so ein Böller oder so. Ja. Oh mein Gott, wahrscheinlich. Hier ist einfach ein Böller. Ja, der geht doch gleich hoch, oder? Wie weird. Zum Glück sind wir jetzt hier weg. Oder das war nur, um darauf aufmerksam zu machen, so dass man jetzt... Aber das ist eine komische Art und Weise. Ja. Sehr komisch. Wir sind angekommen und die beiden beziehen jetzt ihr Hotelzimmer. Wir parken hier einfach auf dem Parkplatz von dem Hotel. Also es fühlt sich auf jeden Fall sehr warm an, weil hier vor allen Dingen auch die Sonne scheint. In L.A. war es ja mega bewölkt die ganze Zeit. Wir sind nur 2 Stunden weggefahren. Tschüss, bis gleich. Wir machen uns jetzt alle fertig und dann geht's los. Tom, wir müssen heute gleich meine Zöpfe nicht, nochmal nein. neu machen. Hella hat die Zöpfe wieder rausgemacht, weil sie Kopfschmerzen davon ja, bekommen hat. Ja, ich habe voll Kopfschmerzen bekommen, weil das so stramm war. Aber ich möchte mir die gleich unbedingt nochmal machen. Und jetzt habe ich mir erstmal solche Zöpfe geflochten. Gar keine Lust Doch, das mehr. Machen wir gleich. Wir sind jetzt auf dem Weg zu unserem Uber, denn wir werden jetzt zum Coachella fahren. Wie cool ist das? Das haben wir jetzt auch schon 1000 Mal gesagt, dass wir jetzt zum Coachella fahren. Aber jetzt aber fahren jetzt wir wirklich zum Coachella. Leute, wie schnell ist bitte meine Brille? Wir haben es auch nicht mehr geschafft, irgendwie jetzt irgendwas aufzunehmen, wie ich Hella mal wieder diese Zöpfe gemacht habe. Weil wir uns einfach mega beeilen mussten und Jenny läuft da vorne schon. Sie hat uns richtig gestresst. Sie so, wir müssen los. Hey, was habe ich für ein geiles Uber? Ist das unser Uber? Ja, das ist unser Uber. Oha, geil. Was? Jo. Hey. Wie cool ist das bitte? Jenny, jetzt. Oh. Leute, habe ich extra für euch in so einem bestellt. Auto bin ich noch nie mitgefahren. Danke. Alter, was? Okay, jetzt nehme ich das zurück, dass du uns gestresst hast. Danke fürs Stressen, das hat sich gelohnt. Man hat hier einfach ein TV. Leute, hier ist einfach unser YouTube-Kanal. Mindestens die coolsten YouTuber, die ich kenne. Ja, also, danke. Oh. Sorry. Wir sind da, Leute. Steig aus der Limousine hier auf. Wow, noch nie in so einem coolen Auto gefahren. Wir sind jetzt angekommen auf dem Gelände. Wir haben es geschafft, mit unseren Bändern hier durchzukommen. Wir sind halt wirklich irgendwie so eine halbe Stunde gefühlt nochmal hierher gelaufen. Von dem Punkt, wo wir sozusagen den Van abgestellt haben, bis hier waren es locker 2 Stunden jetzt. Ja. So krass, aber jetzt sind wir da. Krass, wie viel hier los ist. $15 für eine Limonade. $15. Wie teuer ist das bitte? Aber schmeckt gut. Keep you safe and sound. Es ist so kalt auf einmal geworden. Wir werden jetzt erstmal zu dem Merch-Stand gehen und versuchen uns einen Coachella-Hoodie zu kaufen, weil es so kalt einfach ist. Ja, unglaublich kalt. Also wir haben jetzt so ein paar Acts uns angeguckt und Pizza gegessen. Die Pizza hat auch stabile $15 gekostet oder so für so ein Stück. Aber hat sich gelohnt. Ich hatte so eine Riesenpizza. Naja, wir haben die gefühlt ein riesiges Stück. Also ja. Es war, naja, aber... Trotzdem ist es ziemlich nice hier. Es ist übertrieben viel los. Mal schauen, wie lang die Schlange bei den Hoodies ist. Also eben als wir da waren, da hätte man 1 Stunde anstehen müssen. Ich brauche halt irgendwie eine lange Hose. Ich glaube, das gibt's da nicht. Und vor allen Dingen hat man hier keinen Empfang. Das heißt, wenn man jemanden verliert, findet man den gefühlt gar nicht mehr wieder. Wir haben alle verloren! Wir haben alle anderen verloren. Hier gibt's den ganzen Merch. Wir stehen jetzt mittlerweile seit, glaube ich, 1 Stunde hier. Lebst du noch? Nein. Ihre Zöpfe sind in der Zwischenzeit rausgegangen. Ja, der eine ist einfach rausgefallen und dann habe ich den anderen auch rausgemacht. Es dauert so lange. Wir müssen da ganz hinten hin, dann wieder hier hin, dann nochmal da hin. Und wir haben es gleich geschafft. Und wir wissen immer noch nicht, was wir nehmen. Ist ja nicht so, als hätten wir 1 Stunde Zeit gehabt, zu überlegen, was für ein Pullover wir nehmen. Nein. Nein. Oh, gleich sind wir endlich dran. Ich weiß nicht mal, ob man überhaupt irgendwas hört. Das ist so laut hier die ganze Zeit. Aber auf jeden Fall, ich habe meinen Pulli schon an. Hier steht irgendwas drauf. Ich finde, der sieht... Oh, meine Stimme ist so am... Ich finde, der sieht richtig cool aus. Jenny hat auch ein richtig nice Jacket. Mit einem Wal. Oversize. Mit einem Wal. Nice.
Nice. Und Ella? Fresh. Nice. Wenn das Jetlag kickt, Ella ist einfach eingeschlafen. Auf dem Festival. Ella ist wieder unter den Lebenden. Aber wir sind richtig müde, es ist einfach nur kalt. Und jetzt werden wir noch einen Act schauen, und zwar Bad Bunny. Bad Bunny. Hier stehen so viele Leute, das ist die Mainstage. Und ja, aber auch nur ein, zwei Songs und dann fahren wir nach Hause.